Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Hallig Petrus. In Hallig Petrus Kirche. Letzte Folge haben wir unsere Silage-Werbung abgeschlossen. Ne? Jetzt müssen wir eben die Heu-Werbung diese Folge vielleicht noch abschließen. Dann haben wir es geschafft. Ne? So ein Bild wäre ja auch nicht schlecht, ne? So, für die Submail-Klicker. Druck! Danke. Ich fahr jetzt mit dem Deutz nach der Fläche hin. Die Nachbarn, noch an Schlaupen. Die haben wohl gehört, ist Flut. Deswegen kommen die gar nicht mit dem Mäse aus dem Bett raus. Weil sie sich gedacht haben, puh, kommen wir eh nicht hier weg. Das ist schon komisch, ne? Anstatt mal rausgehen an die frische Luft. Nee, da liegen sie lieber noch im Bett und schlafen. Und die Svenny soll die ganze Maloche machen. Ne? Hätte ich auch mal fragen können. Du Svenny, hast ein bisschen was für uns zu tun. Dann hätte ich den Spaten in der Hand gedrückt. Hätten sie schon mal Unkraut oder schon mal Acker umgraben können. Ne? Hätten wir ein bisschen Diesel gespart von wegen Flügen und so. Nee, die liegen lieber im Bett. Du. Schlimm mit der Nachbarschaft hier. Hätten doch echt mal eben fix mit anpacken können. Oder hier auf dem Wagen packen oder so. Nee, das. Kann alles wieder der Svenny machen, ne? Wollen nicht so viel Gas geben. Fliegen bestimmt eh gleich alle wieder durch. Ja, der ist mal ganz gut geflogen. Und dort noch ein Bund. Oh, der ist auch drüber geflogen. Muss aber ein bisschen Schub gehen. Und ab und zu auch nach vorne gucken. Guck mal, der ist auch gut drauf gefallen, hast du gesehen. Der, der war berechnet. Hat einer den Regenwürmern gesagt, dass Flug da ist? Oder hier gibt es Sturmflut, habe ich gehört, ne? Was machen dann die armen Regenwürmer hier, wenn dann hier alles unter Wasser steht? Schwimmen? Das geht, ne? Ich erzähle Blödsinn, das ist nicht normal, ne? Junge, Junge, ich glaube, ich muss mal nach dem Doktor. Weil in letzter Zeit für ein Blödsinn bei mir rauskommt, das ist nicht normal. Wir sind... Ach, wir fahren mit zwei... Ich wundere mich schon, warum der nicht zieht. Wir waren in der zweiten Straße, gell. S wie Straße. L wie Longsee. 6206 bin ich auch schon gefahren. Auf dem Biobetrieb hatten wir den. Der hat aber Kabine. Vollkabine. Was ich schon an Deutz in meinem Leben gefahren bin, ne? Das war... Ist nicht normal. Auf jeden Lehrbetrieb, wo ich hingekommen bin, oder am meisten Lehrbetrieb oder sonst wer, war immer ein 7206. 7206, den gab es, glaube ich, mal eine Zeit umsonst oder so. Aber alles Hinterrad, ne? 7206. Da habe ich mich schon mit festgefahren beim Glühfahren und so. Und auf dem Lehrbetrieb war da ein Frontlader-Schlepper, ein 7206. Ja, ist so. 7206 bin ich echt viel gefahren. Und dann hatten die alle immer das schöne Getriebe mit 25. Dann war nicht so günstig. Mit 25 durch die Weltgeschichte. Wenn du nicht so weite Wege hast, dann geht das ja, aber ansonsten. Guck mal, wie schön das jetzt hier geht. So. Oh, das muss aber mindestens auf den Wagen gehen, du. Dann sind wir im Po gekniffen, wenn das zu wenig ist. Ja, ich hab's gewusst, Mann.
Kann ja nicht sein. Scharinchen, schimpf mal hier mit der Heuballen. Die ärgern uns. So. Auf hier. Gott gegen hier. Hier muss ja Gott gegen, mit der Schlüpper sich auch fortbewegt. Ist ja schon ein bisschen entspannt, das kleine HD-Ballenpressen, ne? Wenn es denn vernünftig läuft. Muss man ja sagen. Kann man wohl machen. Den meisten hängt es bestimmt schon zum Hals raus, aber ist halt so. Das ist Landwirtschaft. Ne? Wahrscheinlich fahren die auf wahrlich mit einem Quadtrack rum, weißt du? Den neuen. 715 PS von Case. Ohne Big Baler dahinter. Damit die was schaffen von Zeitfenster her und so. Nur der Svenny, der fährt hier mit einem Klotterkram rum. Das ist ja so, ne? Boah, die auf Drehzahl halten den Bock hier. Siehst du? 25. Ja, die sind ja auch bald durch, ne? Ist hier auf den Wagen gefahren? Ja. Oh. Ich glaube nicht, dass wir das alle drop kriegen hier. Einmal noch. Haben wir irgendwie ein paar Lavalampen dran? Ne. Hast gesehen, die Krähe tut gerade Ausfallkohle wegpicken. Dann müssen wir noch untergrabbern. Nimmt einem die ganze Arbeit weg, die Krähe da. Wer hat denn die Balle da runtergefangen lassen? Wer von euch war das? Schick, oder? Die fällt auch gleich runter. Bei den meisten fallen die wahrscheinlich gar nicht runter, weil die dann wahrscheinlich Autolog nehmen oder ne, das wollen wir nicht, ne? Wir haben dann nicht irgendeinen imaginären Menschen auf dem Wagen, der die packt. Bei uns ist das alles noch Simmes Marken. Jetzt spielt man heute Fußball. Ich hab's glaube ich schon mal gesehen, wer heute spielt, aber ich weiß es nicht mehr. Ich hab manchmal ein Gedächtnis wie ein Sieb. Oh, vielleicht passt alle drauf. Das wäre aber nicht gut für uns. Weil dann wäre es nicht viel Heu. Ein Schickram. Ich hätte gedacht, wir hören ein bisschen mehr, du. Gut, dass wir keine Schafe haben und so. Dann ist aber auch alle auf einen Wagen, ne? Da kannst du immer nach vorne gucken, hat immer Vorteile. Wenn die Ballen dann gleich wieder runterfallen. Hm. Ich hab schon wieder das Gefühl, dass da einer reinkommt. Lass die sich jetzt mal durchspakulieren, da. Was ich ja sehe, der fällt doch da gleich wieder runter. Och, Sven. Next Concept. Junge. Guck mal, der ist aber da. Vielleicht fällt er da hinten runter, weil ich ja schon abgestiegen bin und den anderen eingesammelt habe. Ja. Sag mal nix, ich sag ja auch schon gerade gar nichts mehr. Ich beiß mir auch gerade schon auf die Zunge. So geht aber auch nicht. Hä?
Man könnte ihn natürlich auch liegen lassen und später einsammeln. Aber das tut mein innerer Monk nicht mitmachen. Ne? The Map! Habe ich den nicht gerade aufgeladen? Jetzt mal sehen. Ne? Das Spiel will mich schon wieder ärgern. Der meint, ich fahre auch zu selten durch. So. Erdflug. Zwei Schwatt noch. Dann seid ihr erlöst. Aber ich muss bestimmt gleich absteigen. Ist der auf den Wagen gefallen? Simme! Kannst du nicht sagen. Ja, da gibt es die John Deere Presse auf FBM, da kannst du das auch noch mit steuern, weißt du, hin. Aber die wollen wir nicht. Wir fahren nur Holland. Guck mal, da haben wir gleich schon alle erledigt. Ja, dann sind wir richtig gut, dann können wir in der nächsten Folge mal echt komplett was anderes machen, was wir noch gar nicht gemacht haben. So kalken und Korabohren und zum Moment noch Plagen und so. Weil Futterwerbung ist erstmal fertig. Wer hat die? Ist das eine Balle oder eine Krähe? Das ist eine Balle, ne? Simme! Nee, ich sag jetzt nichts. Nee, ich sag jetzt schon gar nichts mehr. Die lieben Ballen wollen den Svenny halt ärgern, dann ist halt so im Spiel. Ohne Gas geben, damit er drüber fliegt, ne? So. So muss er. Nochmal Z. Die fallen ja schon wieder runter. Könnt ihr. Weißt du, auf den Frühling denke ich auch. Habe ich alle eingesammelt, ne? Komm wieder hin. Nicht die Hälfte noch wieder auf der Straße oder so. Weil der Wagen stellenweise rumspackt. Der liegt wahrscheinlich an den Gewichten der Ballen oder was. Ich habe keinen Plan. Der Abflug nach Novi. Die Hupe geht doch nicht. Auch schon mal fertig. Aber viel Heu hat das nicht gegeben. Dann müssen wir uns jetzt vormachen. Also dann war nicht das meiste. Zwei Wägelchen haben wir nur. Das ist schwach. Okay, wir haben deinen Hintern durch die Wiese oder hinter den Sielzug oder was das da auch immer ist. Dann gehen noch eine ordentliche Fläche. Die müssen wir dann nochmal komplett holen. Ne? Oder wie gesagt, da müssten wir auch mal mit einem Düngerstreuerchen hin. Aber da müssen wir außen drum zufahren, weil da durchs Wasser gegen. Schalten ist Glückssache, oder? Ich wundere mich, warum wir hier so lang schleichen. Guck mal, der Nachbar. Der hat zu viel Körner. Der lässt der Hälfte der Staun. Was das wohl für ein Bierenpflücker ist, ey. Hoffentlich lernen wir den nicht kennen. Junge, Junge, kann doch nicht das ganze Zeug da stehen lassen. Was ist das hier? Ein Stromgenerator? Oder Internet? Ja. Oh, die Nachbarn, ne? Die wollten Basketball spielen, aber haben sie wohl vergessen. Oder haben keine Zeit. Die haben nicht viel länger. Macht der Gewohnheit, der den 5. und 6. schalten jetzt, aber da, wir haben ja nur viel länger. Oh, guck mal! Chef von Welt fährt auf den Hof! Schickram, Schickram. Hatte ich da nicht Z gedrückt? Das sah gerade so aus, als würde so eine Balle drin rumspatten.
Das sieht nicht nur so aus, das ist sogar so hier. Guck mal. Komm doch mal raus da. Junge, Junge, das war aber nicht schön. Oh! Oh, der war knapp. Und da haben wir da noch drin. Herrlich. Guck mal, der ganze Stroh haben wir alle weggepresst, ne? Heu ist auch schon oben auf dem Boden. Die sind hier richtig in Akkordarbeit, ne? Was haben die eigentlich rumzuknacken? Ist halt warm? Guck mal, regnet. Steife Brise. Und dann sind die gleich viel besser zufrieden. Sind nämlich direkt ruhig. Gibt's aber auch nicht. Den war warm. Entschuldigung. So, den Kirchen war auch eben ab, ne? Hier muss immer so mal reinhalten. Hier so. Weil da ist immer dreckig. Von Gemüller. Wenn's nass ist. Dann sammelt sich immer hier der Dreck durch. Ne? Das ist nicht schön, deswegen musst du da auch ab und zu mal mit dem Kirche drüber. Hier ist auch immer ganz staubig, ne? Hier so. Weil wir haben ja keine Scheibe, die wir zumachen können. Ja, guck mal, da ist sogar der Zapfwellenhebel. 540 und 1000er. Nach vorne? Ne, nach hinten war 540 und nach vorne? Ne, das ist der Öldruck. Für Frontlader. Hier muss doch der Zappelwellenanschluss. Da ist er. Der hat nur 540er. Der hier ist Öldruck. Wie gesagt, die Ölschläuche. Da. Der da. Das ist Hydraulik. So, und da brauchst du nämlich gar keine Regelhydraulik, weil wir früher haben nach den Zahlen geguckt. Und wenn das dann beim ersten Mal passte, dann hast du einfach hier die Zahlen bis dahin gegangen. Das war die Regelhydraulik. Hier. Nicht so wie heute, IAR und alles einmal einstellen, nur noch Knöpfchen drücken. Hier, Regelhydraulik, da. So habe ich nur Flügen gelernt. Nicht so wie die meisten heute. GPS und so. Nix. Ich weiß aber auch nicht, wie man mit GPS fliegen kann. Wenn die Räder in der Furche laufen, dann laufen die in der Furche. Das war hier die Regelhydraulik, da. Konntest halt nicht immer volle Pulle runter oder hoch, runter machen, dann war nämlich. Dann lagen die Dinger hier auf dem Boden. Die waren eh immer scheiße zum Anhängen. Die sind ja keine Fangschalen, ey. Stellenweise hast du dich da abgenöttelt, ey. Obwohl beim Deutz ging's immer, ne? Schlimm war das bei unserem kleinen IAC. Der zum Wenden hier so eine steife Schiene reingekriegt, damit er da sie nicht schieben konnte. Und dann schiebt das Ding mal hier weg. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!